Hast du schon mal versucht, ein Feuer zu entzünden, in Gang zu setzen und hast so viel Holz und Kohle reingeschmissen, dass das Feuer wieder ausgegangen ist? Nun, das kann dir auch passieren bei deiner Unternehmensgründung, bei Wachstumsvorhaben. Denn wenn zu wenig Sauerstoff am Feuer ist, dann wird es ausgehen. Und wenn du zu wenig Cash und Liquidität in deinem Unternehmen hast, dann kannst du auch pleite wachsen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir begleiten nicht nur Unternehmer in ihren Startphasen und Entwicklungsphasen, sondern auch in Wachstumsphasen, da wo es vielleicht darum geht, zu skalieren, groß zu werden. Und hier machen viele einen großen Fehler, dass sie zu wenig Cashflow oder Liquidität einplanen oder gar keine ordentliche, mindestens 90-tägige im Vorausschau befindliche Liquiditätsplanung haben und sie haben vielleicht viel zu wenig Mittel eingeplant. Und ich werde dir heute ein paar Tipps geben, worauf du achten solltest, wenn du mit deinem Unternehmen wachsen willst. Wenn du also ein großes Osterfeuer aus einem kleinen Funken machen willst, dann brauchst du zwar viel Zundmaterial, viel Zunder, viel Holz, aber du brauchst auch viel Sauerstoff und hast du es nicht, geht das Feuer wieder aus. Und das Gleiche passiert ja auch in deinem Unternehmen. Wenn du beispielsweise einen Online-Vertrieb hast und du musst ständig Ware ordern und du wächst sehr erfolgreich und die Bestellungen werden immer größer, dann bedeutet das für dich auch, dass die Vorauskasse, die Vorausbestellung an neuer Ware auch immer größer werden. Und irgendwann kann es sein, wenn du vielleicht eine Liquiditätsreserve hast von 20.000 Euro und du musst jetzt 4 Container vorfinanzieren, a 40.000 Euro, nun, das sind auf einmal 160.000 Euro, die gebunden sind. Und deine Liquidität mit 20.000 Euro hat sich dann erledigt. Dir fehlen einfach 140.000 Euro und da musst du warten, bis die Gelder wieder eingespielt werden. Und das bedeutet, dass die Kunden, die dann in deinem Shop bestellt haben, nicht bedient werden. Das bedeutet dann, dass die Rezensionen abwärts gehen, dass du vielleicht abgestraft wirst und schließlich in der Versenkung der Marktplätze versinkst mit einer negativen Reputation. Es kann aber auch sein, dass du ein Dienstleistungsunternehmen bist und dass du sehr schnell wachsen willst und dafür neue Mitarbeiter brauchst. Nur das Problem ist, neue Mitarbeiter, die müssen erstmal gesucht und gefunden werden und geonboardet werden. Und alleine das kann zwischen 2 bis 6 Monate dauern und zwischen 5.000 bis 50.000 Euro kosten. Und dann kommt der neue Mitarbeiter in dein Team hinein und dann weiß er die ersten 3 Monate in der Regel erstmal nicht genau, was er arbeiten soll. Wertschöpfend und produktiv tätig ist er in diesen Monaten wahrscheinlich auch noch nicht. Das heißt, wenn du wächst und ständig neue Mitarbeiter brauchst, dann gilt es, diese Mitarbeiter auch vorzufinanzieren. Und das kann so zwischen 10.000 bis 100.000 Euro je nach Qualifikation des Mitarbeiters sein, bevor der produktiv ist, bevor er Deckungsbeiträge erwirtschaftet, zumindest erstmal sich selbst trägt. Wenn du eine weitere Niederlassung eröffnen möchtest, sei es nun wirklich mit einer physischen Niederlassung in einer anderen Stadt, oder dass du einen neuen Markt erschließt, wie zum Beispiel bei Amazon Marketplace, nicht nur Europa und deutschsprachig, sondern in die USA wechselst. Auch da hast du eine teilweise enorme Menge an Liquidität, die du erstmal vorfinanzieren musst, um dort starten zu können. Alleine bei einer physischen Niederlassung kann es 2-3 Jahre kosten an Verlusten, die du erstmal erbringst, plus die Errichtungskosten, die du vorfinanzieren musst. Und wenn du dann nicht 100, 200.000 oder 1 oder 2 Millionen auf dem Konto hast, nun, dann wirst du auch hier dich pleite wachsen. Auch wenn du neue Gebiete und Branchen erobern willst, so wie Nokia einst tat, nachdem sie bisher Gummistiefel hergestellt haben, nun Handys produzieren wollten, dann braucht man für dieses neue Projekt, neue Vorhaben natürlich auch eine entsprechende Cash-Reserve, eine Liquiditätsreserve. Und ist die zu klein? Nun, dann muss man vielleicht auf der Mitte der Treppe oder kurz vom Ende der Treppe wieder umdrehen, weil man sich pleite gewachsen hat. Ganz besonders ist natürlich Cash wichtig, wenn du neue Produkte entwickeln willst, Prototypen entwickeln willst, neue Portale an den Markt bringen willst, wo du weder weißt, ob das so funktioniert und ob der Kunde auch darauf so reagiert, dass er bereit ist, Geld zu bezahlen, und zwar so viel Geld zu bezahlen, dass du davon leben kannst. Das heißt, all diese Punkte sind zwar gut für dein Unternehmen, wenn du es überlebt hast und gewachsen bist und viel mehr Umsatz machst als heute, aber bis dahin gilt es erstmal, etwas aufzubauen, was ich dir nun zeigen werde. Den meisten Gründern oder den meisten Unternehmern, die etwas Neues entwickeln, ist klar, dass man am Anfang die Anfangskosten ermittelt. Sie wissen auch in der Regel, welche Fixkosten oder welche Personalkosten relevant sind und variable Kosten, um das ganze Vorhaben zu stemmen. Und man kann natürlich auch dazu passend dann den Umsatz berechnen und sagen, okay, hier ist Break-Even oder Deckungsbeitrag 3. Aber noch viel wichtiger als nur die Ermittlung der Anfangskosten, der laufenden Kosten und der Umsatzkosten ist die Berechnung der Anlaufkosten, was hier rot markiert ist. Und diese Anlaufkosten gesamt ermittelt und am besten in einem Worst-Case-Szenario, das
beschreibt dann und bildet dann deine Cash-Reserve, deine Betriebsmittelreserve oder auch Liquiditätsreserve. Das heißt, das muss dann auf deinem Konto genauso vorhanden sein wie die Finanzierungsmittel zur Abbildung der Anfangskosten, die Finanzierungsmittel zur Entwicklung deines Prototyps. Das alles muss hier vollständig sein. Damit also dein Wachstum nicht pleite läuft, brauchst du genügend Sauerstoff, genügend Cash in deinem Feuer, in deinem Unternehmen. Und das geht nur dann, wenn du hier großzügig deine Cash-Reserve mit einplanst und vielleicht noch einen Puffer raufschlägst. 20% oder 30% nochmal zusätzlichen Puffer. In manchen Unternehmen heißt es Management-Puffer. Wir sagen einfach ein Betriebsmittel-Puffer. Das heißt also, du kannst vielleicht dann 100.000 Euro Anfangskosten entwickelt haben und definiert haben. Und dann findest du raus, dass deine Anlaufkosten hier nochmal 100.000 Euro sind. Und dann packst du hier zusätzlich noch einen Puffer rauf von 30%. Dann brauchst du insgesamt, um dein Projekt zu starten, 230.000 Euro und nicht nur die 100.000 Euro für die Anfangsinvestition. Wenn du dabei Unterstützung brauchst zur Abbildung einer Planbilanz, eines Finanzplans, eines Liquiditätsplans in die Zukunft, die wirklich belastbar ist und wo du dich auch nicht kaputt wächst, sondern genügend Cash-Reserven, Betriebsmittelreserven auch eingeplant hast, und dafür auch die Fördermittel beantragen möchtest, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Die X-Group hilft dir bundesweit mit über 40 Beratern dabei, diese Pläne aufzustellen und auch die Mittel zu beantragen. Gerne aber kannst du jetzt auch dieses Video mit Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Planung und Gestaltung und Durchführung deines Wachstums. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.